Wenn unterschiedliche Beziehungstypen aufeinanderprallen, kann es eskalieren, es kann toxisch werden, eventuell kommt die Beziehung nie zustande. Du willst wissen, wer dein Gegenüber ist. Mein Name ist Mal Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit Jahren helfe ich Menschen, ihren Ex zurückzuerobern, aus der Friendzone zu kommen oder glücklichere Beziehungen zu führen. Wir sind beim zweiten letzten Teil. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie diese Häuser miteinander zusammenkommen und nicht zusammenkommen. Mein Traum natürlich für jeden immer, dass er idealerweise jemand begegnet, der ihm ähnlich ist. Also in einem Haus 1 mit einem Haus 1, wenn die aufeinandertreffen, das läuft natürlich lange. Und die brauchen auch keinen Beziehungscoach, denn es ist einfach so Arsch auf Eimer, wie Faust aufs Auge, was auch immer du für ein Bild nimmst. Die haben einfach genau diese Zutaten. Was hat mir einmal einer gesagt? Emanuel, ich habe sie kennengelernt. Wir beide hatten vorher so einen gemixte Beziehungserlebnisse. Aber als wir uns kennengelernt haben, war uns klar, wir ziehen es gemeinsam durch. Unsere beiden Kinder sind mittlerweile so und so groß und wir sind happy. Wir sind beide, wie sich getroffen haben, auf die Erkenntnis gekommen, Mensch, da ist einer, mit dem passt es und wir beide zusammen bilden eine absolut beziehungsfähige Einheit und zwei Hauseinzler sind losgestartet. Natürlich ist dasselbe mit Haus 2. Haus 2 ist immer so, das ist immer so ein bisschen tragisch. Die haben also dann, wenn zwei so aufeinandertreffen, die haben dann ihre 2-, 3-, 4-jährige Beziehung und einer ist der Erste, der plötzlich denkt, er braucht einen Pfirsich. Der eine ist einer, ist der Erste, der denkt so, oh, der Urlaubsflirt oder ich habe mich jetzt in eine Kollegin verknallt, ich habe einen Kollegen verknallt und dann sage ich häufig, ja, na und, kommt vor. Haus 2 hat die Chance, dass die Beziehungen länger gehen, wenn sie damit umgehen können, dass dieser Pfirsichappetit reingeht. Und das ist das, was ich dann häufig mir natürlich wünsche, wo ich als Coach immer auch da bin. Wenn ihr an der Stelle hängt, überlegt euch, ob ihr vielleicht nicht euch ein Coaching nehmt. Wenn du an der Stelle hängst und du denkst, der andere ist auch ein Typ 2, lass dir helfen, dass du an der Stelle nicht rausfliegst. Du musst nicht rausfliegen. Ja, Haus 3 auf 3. Mein Gott, beide sagen sich, bei mir hat es nie ganz geklappt. Und jetzt wird es fies, so ähnlich wie eben. Einer von denen wird trotzdem noch schaffen, vor dem anderen wegzubrechen und hinterlässt wieder neue verbrannte Erde. Also der, nehmen wir mal an hier, er will ganz viel und ist total happy und nie hat es geklappt mit ihm. Aber jetzt hat er sie und bei ihr hat auch nie was geklappt. Wir sind ja so ähnlich und das knallt dann so hoch. Und plötzlich beim Hochfliegen, stolpert sie über irgendwas. Oder stolpert er irgendwas. Und dann ist der, der gerade noch am Hochfliegen ist, das ist ganz brutal, hängt ganz komisch in der Luft. Ich habe immer wieder haben wir Fälle, wo jemand zu uns kommt, die haben sich 3 Wochen gedatet, 3 Monate gedatet, ein halbes Jahr gedatet und der andere ist dann schon gestolpert. Und das Brutale an der Stelle ist, dass der, der noch am Hochfliegen ist, der ist jetzt schon voll auf Verliebtheitshormonen. Das heißt, die Verliebtheitshormone, die ganzen Botenstoffe, machen diese Person gerade noch so richtig in der rosaroten Welt. Hier bei den eben, bei dem 2 und 2, die waren ja schon 3-4 Jahre zusammen. Da hat man ja schon mal eine Bodenwelle gehabt, da ist man auch schon mal umgekippt und wieder aufgestanden. Aber hier in den ersten Monaten, wo bei dir noch alles kribbelt und dann bricht der andere weg. Das ist einfach so wie mitten, weißt du, du liegst 2 Stunden im Bett und wirst rausgeschmissen. Du hast den 3. Löffel hungrig vom Essen im Mund und dann wird dir der Teller weggezogen. Das ist einfach so, what the fuck? Und deswegen ist für mich immer das eine ganz tragische Sache, wenn Haus 3 auf Haus 3 trifft, weil ich weiß, beide werden eventuell toxisch geil in dem Zusammenhang so einen richtigen Abflug haben und denen wird es richtig gut gehen, bis einer plötzlich weg ist. Und der andere, der hat noch die Raketenstufe hinten dran. Der soll jetzt irgendwie loslassen, klarkommen. Der steht noch voll auf körperinternen Drogen. Und das ist richtig schwer. Auch hier empfehle ich unbedingt das Ex-Rück-Know-how auf jeden Fall sich schnell aneignen, um irgendwie so ein kleines bisschen zu verstehen, was hier passiert ist und eventuell auch mit einem Coach oder mit einem Therapeuten daran arbeiten, die Beziehungsfähigkeit von einem selbst jetzt gerade mit dem nächsten Schock nicht noch schlimmer werden zu lassen, nämlich eine Beziehungsunfähigkeit zu verstärken, sondern eine Beziehungsfähigkeit, so ein bisschen sich zu stabilisieren und dazuzulernen und das Ding unbedingt, was hier gerade schiefgelaufen ist, unbedingt als Lektion wahrnehmen. Und du kannst dir vorstellen, lustig wird es nicht, außer für einen Außenstehenden, wenn wir jetzt mal die Häuser so ein bisschen schräg und schief aufeinander brechen lassen. Ganz klar haben wir im Haus 3 die toxischen Partner. Wenn sie auf dem Haus 1 treffen, passiert etwas ganz Verrücktes. Haus 1 ist für den der Langzeit-Apfelliebhaber, der ist für den Toxischen super spannend, weil
Vielleicht hat der ja die Zutat, mich endlich mal in eine glückliche lange Beziehung zu verführen. Hat der das Know-how und der bringt es auch mit. Der sagt, hier alles gut, Menschenskinder, du, wenn wir uns gut verstehen, hier ist der Schlüssel zu meiner Wohnung. Der Toxische, der normalerweise sagen würde, was, ein Schlüssel zu einer Wohnung? Oh mein Gott, ist das nicht ein bisschen viel? Sagt plötzlich, hey, warum nicht mal was Neues, schon so früh? Dann gehen die große Schritte und so weiter und so fort. Ich erlebe selten, dass der so fasziniert ist, dass der hier auf der Welle mitgeht. Meistens erlebe ich, wie er mitgeht, noch lobt und toll findet, um dann runterzufallen. Und was hier passiert ist, die Einser, die sind noch so ein bisschen stabil aufgrund ihrer schönen Erfahrung aus der Vergangenheit, aber sie sind maximal verwirrt, was das war. Weil in ihrer Welt kommt man zusammen und dann vergehen erst mal 5 bis 15 oder 25 Jahre. Und das, was ich auch erlebe, ist, dass trotzdem die mit ihrer Beziehungsfähigkeit teilweise auch so cool sind, dass er hier auch sehr fasziniert wird nach dem Motto, ach so kann man das sehen, ach so unkompliziert ist es, ach das stört dich gar nicht, du, ich muss erst mal wieder zu mir, ja, ja, nimm dir ruhig Zeit bei dir, weil die denken ja, es hält. Das heißt, sie sind auch noch nicht so neurotisch in den Beziehungen. Also da ergeben sich sehr, sehr, sehr verschiedene Mischungen. Manchmal selten nehmen die einen mit, dann ist das toll. Ganz häufig sind sie maximal verwirrt, wie der einfach wegfallen konnte und wundern sich, weil in ihrer Welt würden sie das niemals machen. Während die ganz genau wissen, ach, wieder einem wehgetan, der eigentlich schön für mich und gut gewesen wäre. Ich schwimme mal so ein bisschen zur Seite, dass er mich nicht mehr so gut sieht. Ja, und natürlich haben wir jede Menge Mischungen natürlich mit dem Haus 2. Das Haus 2 schaut sich gerne mal die ganz langfristigen an und stellen dann nur fest, oh, hier gibt es ja nie Pfirsiche und machen dann teilweise einfach eiskalt nach 5 bis 6, 7 Jahren wieder Schluss. Hier kann aber teilweise auch sehr schöne Rückeroberung passieren und dann geht es nach einer kleinen Unterbrechung weiter. Oder Haus 2 rutscht so ein bisschen ab zu dem bösen, lustigen, spannenden, unterhaltsamen, beziehungsunfähigen Granaten, könnte man sagen, Raketen halt irgendwie, weil da ist natürlich immer viel Emotionen, da ist immer viel los, aber auch viel Drama. Hier wird man auch hart dann irgendwie reingezogen. Du kannst dir vorstellen, im Haus 3 sind natürlich auch die harten Persönlichkeitsstörungen zu Hause oder Leute, die einfach beziehungstraumatisiert sind und so weiter und so fort. Das ist nicht Teil dieses Videos. Teil des Videos ist, dass in dem Moment, wo die natürlich irgendwie so quer übereinander kommen, haben wir natürlich Spannungen, weil der eine will Langstrecke laufen und der andere kann nur Sprint. Wie lang wird der Marathon gehen? Na, der Marathon geht für die Langstrecke lang, aber der Sprinter ist längst weg. Das heißt, hier geht es alleine weiter. Die Beziehungen werden also nicht funktionieren. Und deswegen ist auch für mich so ein starkes Bild zum Schluss, was vielen dann nochmal viel einleuchtender ist, wenn du dir vorstellst, wir haben hier Läufer, Langstreckenläufer, Mittelstreckenläufer und Sprinter. Und eine Beziehung ist ja zusammen immer zusammenlaufen. Wer bricht immer zuerst weg? Ja, der natürlich nur kurze Strecken gewohnt ist, dessen Beziehungsbeine ganz kurz sind, der deswegen nur kurze Strecken laufen kann. Und wer hält lange durch und ist dann wieder der einsam Weiterlaufende, der sich natürlich einsam und verlassen vorkommt, der mit den langen Beinen und der großen Ausdauer. War in dem Video was dabei, wo du für dich gedacht hast, darauf kann ich achten, da kann ich mich einordnen. Hat es dir was gebracht? Bitte gerne ein Like, gerne Fragen in die Kommentare und natürlich abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Stell die Glocke an und ich freue mich schon, was wir alles noch weiteres für dich oder für euch aufgrund eurer Fragen produzieren werden. An Know-how und Input, damit das passiert, was ich jedem wünsche, dass du natürlich schöne, tolle Beziehungsmomente erlebst. Idealerweise mehr schöne und tolle Beziehungsmomente als Lücken zwischendurch. In einem weiteren Video werde ich extra darauf eingehen, wie man teilweise helfen kann, dass die Typen, die ich hier vorgestellt habe, nicht über die Unterschiedlichkeiten stolpern oder über ihre Schwächen stolpern. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute, dein Beziehungscoach Emanuel Albert. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.datedremanuel.de.